Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Faktenvideo am Samstag. Und ihr habt euch persönlich für Lavender Brown entschieden, weshalb ich euch jetzt insgesamt 11 Fakten über Lavender Brown präsentieren werde. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Das mag jetzt vielleicht etwas sonderbar für euch wirken, aber natürlich starten wir wie üblich mit Fakt Nummer 1. Lavender Brown wurde zwischen dem 1. September 1979 und dem 31. August 1980 in Großbritannien geboren. Fakt Nummer 2. Es gibt zahlreiche Diskussionen, ob Lavender nun am 2. Mai 1998 während der Schlacht um Hogwarts starb oder nicht. Denn hier widersprechen sich gleich drei Parteien. Und zwar einmal der Film, das englische Buch und das deutsche Buch. Im Film bekommen wir den Eindruck, dass Lavender von Fenrir Greyback getötet wurde. Im deutschen Buch heißt es, ich zitiere, als sie unten angelangt waren, stürzten von der Galerie über ihnen zwei Körper hinunter. Und ein grauer Fleck, den Harry für ein Tier hielt, jagte vierbeinig durch die Halle und grub seine Zähne in einen der Körper. Nein, kreischte Hermine und mit einem ohrenbetäubenden Krach aus ihrem Zauberstab riss es Fenrir Greyback rücklings von dem sich schwach regenden Körper Lavender Browns. Zitat Ende. Allerdings könnte es sich hier auch um einen Übersetzungsfehler handeln. Da im Englischen der Biss von Greyback nur eine Absicht, aber keine Tatsache dargestellt hatte. Das heißt, in der englischen Vorlage hat Lavender überlebt. Fakt Nummer 3. Zwischen 1991 und 1998 besuchte Lavender die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei und wurde ins Haus Gryffindor eingeteilt. Fakt Nummer 4. Im dritten Teil von Harry Potter während der Unterrichtsstunde bei Lupin mussten sich drei Gryffindor-Mädchen ihrem Irrwicht stellen. Eines der Mädchen war Lavender. Das Buch ließ uns leider nicht wissen, welches Mädchen welchen Irrwicht hatte. Aber fest steht, Lavenders Irrwicht ist entweder eine Ratte, eine Klapperschlange oder ein blutiger Augapfel. Weiter geht es mit Fakt Nummer 5. Lavender Brown konnte keinen gestaltlichen Patronus erzeugen. Fakt Nummer 6. Ihr persönliches Lieblingsfach auf Hogwarts war Wahrsagen. Fakt Nummer 7. Lavenders beste Freundin auf Hogwarts war Parvati Petal. Auch wenn diese ganz und gar nicht begeistert war, als ihre beste Freundin mit Ron Weasley zusammenkam. Fakt Nummer 8. Um die Besetzung von Lavender Brown in den Harry Potter Filmen gibt es auch einige Diskussionen. Doch es gibt eine simple Erklärung für den Schauspielerwechsel. Vor dem Halbblutprinzen spielte Lavender Brown keine Hauptrolle. Sie wurde im zweiten und dritten Film von zwei getrennten Schauspielerinnen porträtiert und war eine Hintergrundfigur. Hintergrundcharaktere haben kein spezifisches Casting, weshalb sie von mehreren Personen dargestellt werden können. Normalerweise erhalten sie Charakternamen, nur um die Reihenfolge auf einem Filmset zu halten. Als die ersten Filme produziert wurden, konnte noch kein Regisseur ahnen, dass Lavender irgendwann so sehr in den Fokus rückt. Fakt Nummer 9. Eine besondere Form der Kritik gab es allerdings auch dafür, dass eine zuerst dunkelhäutige Schauspielerin durch eine hellhäutige ersetzt wurde. Doch dies ist auch durch den eben genannten Fakt zu begründen. Denn anfangs spielte es eben keine große Rolle, wer Lavender spielt. Im Buch wird Lavender jedoch als hellhäutig beschrieben und daran hielten sich die Produzenten, als ihre Rolle wichtig wurde. Fakt Nummer 10. Lavender war die erste Schülerin, die 1991, also in Harrys Jahrgang, nach Gryffindor einsortiert wurde. Und der letzte Fakt, Fakt Nummer 11. In den ersten Auflagen der deutschen Version von Harry Potter und der Stein der Weisen wird Lavender fälschlicherweise als männlich bezeichnet. Ja, das war mein Faktenvideo über Lavender Brown. Mich würde es natürlich freuen, wenn ihr dieses Video mit einem Daumen nach oben bewerten könntet und wenn ihr ein Abo hinterlassen würdet, denn ich bin kurz vor den 100.000 Abonnenten und wenn wir das dieses Jahr noch knacken, Leute, wäre ich der glücklichste kleine Junge auf dem gesamten Planeten. Und ja, deswegen wäre ich euch ganz doll dankbar. Vielleicht auch, wenn ihr das Video teilen könntet, damit das mehrere Leute sehen, dann wird das vielleicht schneller funktionieren. Ach egal, ich will euch keine Klinke ans Bein labern. Ein schönes Wochenende und tschüss!